Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politik Simulator 2, der auch bekannt ist als Rulers of Nations. Und ja, wir haben hier erstmal einen Termin zum Ausmachen mit der Premierministerin von Bangladesch. Dann haben wir eine Zeitung zum Durchklicken und eine Popularitätskrise zu überstehen. So, der nächste Termin für das Einschleimen ist der Juli, also Anfang Juli. Unsere Wissen. Und ja, da müssen wir noch mit dieser Popularität noch versuchen, einen halben Monat fast, na, zwei Drittel, zu überstehen. Und wenn wir das geschafft haben, geht's vielleicht mal wirklich aufwärts mit der Popularität, wenn die Leute nicht zwischendurch wieder ausrasten. Die Landesvorteile. Was sie aber immer wieder gerne tun. So, hier haben wir eine Zeitung. Ich hoffe mal auch, dass wir in nächster Zeit mal ein bisschen weniger Agenten festgenommen werden. Guten Tag. Guten Tag. Nein, ich will keinen Wirtschaftsvertrag abschließen. Ich will einen Kaffee anbieten. Nein. Gut, dann wie wär's mit Menschenrechten? Unser Land wird von vielen subversiven Strömungen heimgesucht und sie werden verstehen, warum wir gezwungen sind, darauf eine passende politische Antwort zu geben. Trotzdem ist Ihre Anfrage nicht sinnlos und wird nicht umsonst sein, denn wir haben in Zukunft schon vor, eine weniger strenge Politik zu betreiben. Für die Demokratie. Und tschüss. So. Na, sind wir nicht, Einer meiner Männer konnte... Ja. Sind wir nicht großartige Menschen? Wir regen die an, die Diktaturen der Welt, oder nee, halt die anderen da, regen dazu an, dass sie sich ein wenig mehr um die Menschenrechte sorgen. Sind wir nicht großartig? Unsere Wissen... Also, ja, jetzt werden schon wieder Agenten festgenommen, ey. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht vernünftig weiterkommen. Unser Netzwerk. Ja. Da wurden wieder Agenten verhaftet. Oh, aber wir haben anscheinend... Unsere Wissen... Das meinte ich nicht, aber wir haben wieder Popularität dazu gewonnen. Haben wir irgendwas getan, was das wieder gut macht? Vielleicht haben wir die ja zerstört, die terroristische Organisation, ne? Nee, aber... Wie ich vor... Stark dezimiert. Ist doch auch schon mal was. Sind nur noch 34 Terroristen übrig. Schön. Aber jetzt sinkt die Popularität trotzdem. Weil sie es kann. So. Würde ich jetzt Unser sagen. Netzwerk wurde teilweise lang. Nein, weil wieder die Agenten so unfähig sind und sich entdecken lassen. Ob wir da auf Dauer die Leute gegen uns aufhetzen, wenn wir da die ganze Zeit Terroristen auffliegen lassen? Nö, die lieben uns immer noch, die USA. Auch die Deutschen und die Italiener und so, die mögen uns alle. So. Wir haben den Monat bald hinter uns gebracht. Wie gesagt, ich habe ja von vorher mehrmals gesagt, im Juli wird wieder ein Termin ausgemacht mit jemandem und den wir dann fragen, ob er nicht Lust hätte, ein gutes Wort für uns einzulegen. So, ja, wir haben eine terroristische Organisation teilweise zerschlagen, das kommt nicht gut in der Presse an. Hä? Was soll das? So. Ah, jetzt haben wir schon Juli. Das ging ja schneller, als ich dachte. Wir müssen dann spätestens bis, glaub, 2017. Jo, bis 2017 sollten wir wieder eine gute Popularität haben. Denn dann geht's um unser politisches Überleben. Und zwar ernsthaft. Denn wenn wir dann verlieren, dann... Ja, haben wir keine Chance mehr. Ich würde mal versuchen... Vielleicht zwei Leute zu fragen, ob sie uns loben. Ich glaube, der zweite, der bringt ja noch ein bisschen was. Und wir laden jetzt einfach mal beide ein. Und ja. Und treten im Fernsehen auf. Abends natürlich. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber es kommt mir logischer vor, weil abends haben die Leute ja eher Zeit, den Fernseher anzuschmeißen als vormittags. Obwohl am Samstag. Na gut, dann unternimmt vielleicht was. Ich weiß es nicht, es ist ein Unterschied. Aber ich denke mal. Wenn es Ihnen eine Freude macht? Abends schaut man in der Regel häufiger Fernsehen als mittags. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Wenn es Ihnen... So. Und? Da haben wir schon mal die Popularität vom Fernsehauftritt bekommen. Und wie viel gibt's jetzt durch die Presse? 68 haben wir jetzt. 18% Popularität nur durch die Presse. Das ist doch gut.
So, hoffentlich können wir das halten. Den nächsten Termin machen wir wieder im November. Genau. Da haben wir so einen gleichmäßigen Rhythmus. Das ist ganz praktisch. Da können wir uns die Monate besser merken, indem wir das machen. Also. Unsere Sportler sind bereit. Aber wenn ich darf, ein paar Worte der Ermutigung, bevor die Abfahrt des Nationalteams mit Sicherheit die Truppen in ihren Bann schlägt. Sind Sie einverstanden? Auf jeden Fall. Aber interessant, die Stadt, wo die Schwimmweltmeisterschaft stattfindet, die kenne ich gar nicht. Wo liegt die denn? Naja, wir werden es wohl nie erfahren. So. Ja. Bitteschön. Sie geben ihr... Ja. Ich gebe dem Land einen Zug frischen Atem. Ja. Die Wettbewerbe fangen in einer Woche an. Unsere Athleten sind alle in Topform. Es werden harte Kämpfe werden, aber sie werden ein Maximum geben, um Medaillen nach Hause zu bringen und das Land mit Würde zu vertreten. Das freut uns doch. Hier ist unsere Wachstumserwartung für... Ja, da sagt auch immer das Gleiche. Wie gesagt, ich finde es komisch, dass das Wachstum sich nicht daran anpasst, dass wir die Steuern gesenkt haben, weil letztes Jahr hatten wir ein gutes Fischfang, ein gutes Wirtschaftswachstum und ja, ich finde das schade, dass sich das nicht auf das nächste Jahr überträgt. Aber gut. Dann kann ich alles haben. So. Wir haben 68% Popularität, das ist wieder... gut. Besser als in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen. Und dann kommen wieder die unfähigen Agenten. Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung. Da läuft alles, okay. Schön. Unser Netz. Ja, das darum hab ich mich gerade gekümmert. Ja. Klicke ich weg, der nervt. Der sagt wieder das Gleiche. Was sich auch nicht ändern wird. Na gut, wenn das wirklich daran liegt, dass die Probleme, die wir haben, wenn die wirklich davon kommen, dass der Staatsautorität zu wenig Autorität, zu wenig Respekt verschafft wird, dann würden wir vielleicht mal eine Wehrpflicht ein. Vielleicht beruhigt das die Leute ja ein bisschen. Unser Netz. Ach, guten Tag. So. Guten Tag, ablehnen, Kaffee. Gerne. Und tschüss. So. Einer meiner Männer konnte Schlüsselpositionen infiltrieren. Zuschlagen. So. Der will einen Termin haben, der Premierminister von Papua-Neuguinea. Ja. Also wie gesagt, wenn das wirklich am fehlenden Respekt des Volkes liegt, dass wir solche Probleme haben, dann überlege ich vielleicht, ob wir mal wieder die Wehrpflicht einführen oder so. Oh, wie lieb von euch, dass ihr wieder ausrastet. Haben wir ja schon vermisst. Ihr Idioten. Mann, macht doch einfach die Wirtschaftszweige kaputt. Und gibt auf. Alkohol ist in diesem Land mittlerweile alles andere als erschwinglich. Gut, vorher war es ja auch Norwegen, also allgemein Skandinavien ist doch dafür, soweit ich weiß, ganz Skandinavien, ist doch dafür bekannt, dass die Alkoholpreise so hoch sind. So. Aber ich habe das Gefühl, wir hatten jetzt weniger Schwierigkeiten, die Leute zu beruhigen, oder kam mir das nur so vor? Ah, ein Kulturpreis. Sehr schön. Ich... Ja, es geht immer besser. Ist immer Luft nach oben. So. Also ich glaube, wenn man eine gute Popularität haben, dann ist das auch allgemein ein gutes Polster dafür. Also da können wir uns schon einiges leisten. Jetzt haben wir... Wie ich voraus... Jetzt sind wir wohl wieder beliebt. Offiziell. Haben wir es auch bald geschafft. Da sind wieder Spione aufgeflogen. Guten Tag. Guten Tag. So, hier ein Kaffee. Gerne. Und dann gehen wir weiter. In den August haben wir wahrscheinlich die Schwimmweltmeisterschaft verloren. Jo. Gut, Norwegen. Es sind 5 Millionen Leute, die zur Wahl stehen, Sportler zu werden und... Das ist halt ey, was anderes wie zum Beispiel in den USA, wo sie 300 Millionen Einwohner haben. Egal, ob sie den Sport mehr fördern oder weniger, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da Talente dabei sind, als bei 5,4 Millionen, wie wir jetzt hier mittlerweile haben. Aber wir haben hier in Norwegen ein wirklich starkes Bevölkerungswachstum.
das ist kein Zweifel, 4,5%. Das ist Wahnsinn. Und ja, die Migrationsrate ist auch höher als am Anfang. Da sind wir auch ein bisschen liberaler jetzt unterwegs. Bekämpfen illegale Einwanderung nicht, aber trotzdem wundert es mich ein wenig, dass uns die Migranten nicht die Bude einrennen. Denn schließlich ist Norwegen eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben hier ein BIP pro Person von 62.549. Ich kann kurz den Vergleich zu Deutschland zeigen. Da. 62.000, 34.000. Das ist ein Unterschied. Naja. So, wir haben hier eine Zeitung. Die klicken wir wieder durch. Wir haben auch wirklich, also nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität, gibt es ja wirklich gutes Sozialsystem, sage ich jetzt mal, in Norwegen. Also jedenfalls, das Bildungssystem ist vorbildlich. Ich glaube auch, die Gesundheit wird wahrscheinlich auch vorbildlich sein. Und auch allgemein die soziale Absicherung ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Der sagt um das Gleiche, den klicken wir weg. Ja, gehen weiter Richtung November und machen uns dann wieder beliebt. Oh. Unsere Sportler sind bereit. Aber wenn ich darf, ein paar Worte... Schon wieder so eine Stadt, die ich leider noch nicht irgendwo gesehen habe. Mit einem etwas ungewöhnlichen Namen. Wenn jemand weiß, wo die liegt, würde mich interessieren. Unser Netz... Ja. So, ja, das werden wieder weniger. Das ist auch nichts Neues. Da wird infiltriert, das ist gut. Ja. Die Ambitionen. Mal sehen, ob sich die Ambitionen auch zeigen, dass sie da sind. Danke für den Skandal, was auch immer passiert ist. Und danke für die unfähigen Spione. Unser Netzwerk. Immer in Italien irgendwie. Das ist immer das Gleiche. Haben die irgendwie eine gute Gegenspionage in Italien? Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass der italienische Geheimdienst weltbekannt ist. Wahrscheinlich, weil er dann nicht auffällt. So. Und da sind wir auch bald schon im September. 2 Jahre vor den nächsten Wahlen. Da will die Präsidentin von Ecuador was von uns. Und eine Misswirtschaft in der Regierung und ein eingeschleuster Agent, dem sagen wir gleich, dass er zuschlägt. Dann haben wir wahrscheinlich auch größere Erfolgschancen bei der Bekämpfung der Terroristen, weil es ja sowieso nicht mehr so viele sind. Stand da irgendwas von Weißrussland, dass da die Leichtathletik-WM wäre oder so? Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so elementar wichtig. Ja. Und da jetzt ist er jetzt zurückgetreten. Was uns natürlich einen großen Popularitätsschub verschafft. Guten Tag. Guten Tag. Gerne. Wie wär's mit Menschenrechten? Unser Land wird von vielen... Freut mich. Für die Demokratie. So. Und wir machen uns damit unbeliebt, dass wir Leute ermutigen... Unsere Sportler! Dass wir Leute ermutigen, was für die Menschenrechte zu tun. Ist ja völlig verständlich. Wer will schon Menschenrechte beachten? Also sowas. So. Noch. Ambitionen können einen Posten vergeben, was wir auch gleich tun werden. Nicht, dass dann wieder gemeckert wird, dass wir keinen Verteidigungsminister haben, der sowieso keinen Geschäftsbereich hat, der nichts tun kann, weil er keine Armee hat, um die er sich kümmern kann. Oh, den können wir ja einstellen. Der hat so eine schön hohe Popularität. Vergleichsweise jedenfalls, glaube ich. Meine ich, dass die relativ hoch sein würde. So, wir haben klar kläglich verloren. Juhu. Und er nervt gleich schon wieder kommt, dass er im Amt ist. Sie sind total außer Form. Schlechter als Israel. Und ja. Haben was gegen den Terrorismus getan. Hier gibt's Misswirtschaft in der Regierung. Wir sind ein Bote. Und wie ja, ich voraus. Das hat sich schon angekündigt, dass wir da Erfolg hatten. Da schicken wir gleich noch mehr hin.
ist nicht mehr viel zu tun. Gucken noch die Zeitung durch. So. Klick, klick, klick. So. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über Bewertungen und über Kommentare noch wesentlich mehr. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.